kann ich 200.000 TikTok-Follower in einem Monat erreichen. Clickbait, ich habe schon 179.000. Aber das Wachstum ist negativ. Also ist es trotzdem eine Challenge. Das krasseste Wachstum hatte ich mit Daily Sketch. Und ich habe sau Bock, das wieder anzufangen. Ich habe Daily Sketch eins nochmal auf TikTok gepostet, um zu sagen, dass bald die zweite Staffel kommt. Das Video hatte damals ungefähr 500.000 Aufrufe. Das Repost? Nicht ganz. Das ist kein gutes Zeichen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst für Season 2, sage ich dir. Übrigens, meine Stats sehen nicht so rosig aus. Momentan sieht es nicht sehr rosig aus. Im Januar war das so, dann wurde es so. Und seit Sommer habe ich auch irgendwie weniger Motivation, was zu posten. Ich habe da relativ viel am Film gearbeitet. Dann war Klausurphase und ich habe halt den Film gepostet. Und dabei habe ich auch die Gewohnheit verloren, TikToks zu machen. Aber das wird sich jetzt mit den Daily Sketchen vielleicht ändern. Der Tag ist gekommen. Heute ist der 1.1. Ich habe in den Herbstferien mal einen Sketch gemacht, der wie ein Daily Sketch ist, nur ein bisschen kürzer. Der soll heute kommen. Aber ich bin gar nicht mehr so gehypt, das zu machen jetzt irgendwie. Ich hätte einfach anfangen sollen, als ich gehypt war. Heute möchte ich noch die letzten paar Szenen von der ersten Episode der Serie drehen. Kann man also nichts machen. Ich mache jetzt noch Untertitel drauf. Dazu kann ich einfach hier am Mac hingehen, das kopieren, da einfügen. Wenn ich jetzt diesen Knopf drücke, muss ich die nächsten paar Tage jeden Tag einen neuen Sketch schreiben, aufnehmen, schneiden und hochladen. Also eins los. Jetzt geht's los. Ich mache jetzt auch noch eine kürzere Version für Instagram Reels, weil das Time Limit 30 Sekunden. 5 Minuten sind jetzt vergangen. Der Sketch hat 48 Aufrufe. Ich würde sagen, für 5 Minuten ist das ganz gut. Nach 10 Minuten 63 Views. Und wie weniger Geschwindigkeit jetzt. Könnte kritisch werden. Zur Promo gehe ich jetzt zu den alten Daily Sketchen und beantworte da Kommentare oder like die. Aber erst gucke ich mal, wie viel das Sketch jetzt hat. 113. Ich brauche ein bisschen Inspiration. Ich hatte eben eine Idee für einen Sketch. Ich fange an mit einem Zitat von meinem Vater. Mir ist halt aufgefallen, dass bei diesem Gespräch eigentlich ganz viele verschiedene kleine Gespräche drin sind. Und das Neue fängt an, während das Alte beendet wird. Also die letzte Line vom Ersten ist die erste vom Zweiten. So ist es zum Beispiel bei dem Sketch von heute. Jetzt wird's aufgenommen. Skript, Kamera, kann losgehen. Ich muss mich operieren. Es wäre nicht kurz geworden irgendwie. Da das kein TikTok ist, muss ich das umformen. Aber es hat ein Update. Intelligentes Anpassen. Bam! Der Sketch von gestern ist jetzt einen Tag alt. 7000 Aufrufe ist für mich jetzt gerade ganz gut. Und die Abonnenten gehen wieder hoch. Die Zeit ist gekommen. Stunde auf TikTok ganz gut, aber in Reels noch besser. Nach fast 2 Stunden sieht's hier auch gut aus. Tag 3 ist es Zeit für Sketch Nummer 3. Diesmal habe ich eine Line von meinem Vater falsch verstanden. Und die ist sogar noch besser als die von gestern, weil da das Wort du drin ist. 10 Minuten gebraucht für das Skript. Wir haben übrigens auch den ersten Kommentar von einem TikToker. Daily Sketch 3. Der Sketch von gestern hat mittlerweile 90.000 Views. Ist nicht ganz so viel wie der erste letztes Mal. Mit 500.000. Aber fast eine 1/10 Million. Auch ganz gut. Es ist Zeit für Sketch Nummer 3. Yo, 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 dog. It's going hard. Sign. Der neueste Sketch sieht gar nicht gut aus. Woran das liegen könnte, weiß ich auch nicht. Vielleicht brauche ich mal ein bisschen mehr Abwechslung in den Sketchen oder so. Ich habe auch ein bisschen mehr Abwechslung, kann generell nicht schaden. Ich habe gerade Sketch 10 geschrieben. Irgendwie ist so ein bisschen weniger Motivation da. Und ich glaube, die Sketches sind ein bisschen anders. Also gepiekt sind die beim zweiten Sketch. Der erste war low, danach war es nice und dann ging es wieder lower. Jetzt sind noch die letzten beiden Tage Ferien und am Montag ist wieder Schule, aber Online-Schule. Ich habe gerade Sketch 10 hochgeladen. Nach 5 Minuten 0 Views? Das sieht gar nicht gut aus. Ist halt immer noch 0 Views nach einer halben Stunde. Entweder ist das Video unfassbar scheiße oder TikTok ist irgendwie dämlich und ich muss mal löschen und nochmal neu hochladen. Ich hatte den Sketch von gestern auf Snapchat hochgeladen, weil da gibt es ja jetzt Spotlight. Der hätte in einer Stunde oder so schon 300 Aufrufe gehabt. Und jetzt hat er 3000. Mann, das ist nicht so schlecht, oder? Für meine 0 Snapchat-Follower. Ich habe jetzt einen Sketch mit Schlagzeug geschrieben. Und 3 Personen. Das ist die Abwechslung, die wir haben wollen. Es hat 10.000 Aufrufe auf Snapchat. Das ist besser als auf TikTok. Und auf Instagram zusammen. Ich habe keine Lust auf Schule. Mann. Prüfung fertig, jetzt ist gerade Pause. Und das heißt, es ist Zeit für den Daily Sketch. Schreiben. Ich nehme jetzt eine Line aus dem Bus eben. Und mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich schreibe gerade mit Ali. Wir machen ein Comedy-Bit. Ich glaube, es wird ein neuer Daily Sketch. Ich habe gerade einen Vortrag gehalten. Ich glaube, es wäre mal interessant, den Sketch mit einem Straight Man zu machen. Aber ob das Gespräch dabei so gut funktioniert, ist dann die andere Frage. Wenn ich übrigens kurze Random-Ideen habe, notiere ich die auch hier. Dann kann ich die in den Sketch benutzen, was ich aber noch nie gemacht habe. Aber die sind da. Die Views sind jetzt im Vergleich zu vorher komplett down. Und jetzt mache ich mal einen Sketch mit 2 POVs, also einem Straight Man. So, ich habe jetzt die nasse Ferse. Mal gucken, was die Kommentare und die Views sagen. Also, das hat nicht so gut funktioniert. Ich denke mal, ich musste vielleicht was Visuelles ändern. Oh, da gibt's YouTube-Views. Ist mehr als sonst. Der ist eine Sekunde zu lang, das Geld. Das heißt, ich muss ihn aufteilen. Oh no! Vielleicht muss ich auch nur öfter meinen Pullover wechseln. Weil dann sehen die Leute das Video und denken sich, ja, das habe ich schon gesehen. Und wenn ich einen Pullover habe, dann sagen die, ja, gucke ich mir das mal an. Der Song Driver's License ist gerade relativ populär. Und ich habe mir gedacht, ich kann den adaptieren. Und da ich ja Online-Schule habe, ist das kein Problem, jetzt zu machen. Jetzt ist zwar wieder Schule, aber es ist Online-Unterricht. Also kann der Sketch geschnitten werden. Das ist ja auch nicht so aufwendig, also kann ich halt ein bisschen zuhören. Ich muss schon den nächsten Sketch schreiben jetzt. Ich kann Daily Sketch 67 wieder aus dem echten Sketch inspirieren lassen. Ich habe gerade den Sketch geschrieben, das ging ziemlich schnell. Vielleicht ist es jetzt mehr wie am Anfang oder hat mehr Views. Sehen wir dann morgen. Wieso sollten wir was über mich klären?
Es sind jetzt 2/3 des Monats um und ich habe ungefähr 1/4 vom Ziel erreicht. Man kann sich ausrechnen, das sieht gar nicht gut aus. Die Daily-Sketche sind nicht mehr ganz so stark wie am Anfang. Ich habe jetzt einen Sketch, wo ich am Anfang Netflix erwähne und der so ähnlich ist wie der Chachor-Sketch. Aber mit extra Chachors. Mit was? Mit Chachors. Und der hat 1 Million Aufrufe. Der ist jetzt schon ziemlich anders, aber vielleicht kriegt er auch ein paar Aufrufe. Wieso sagst du dann Hissni Huss? Weil es so heißt. Das heißt nicht so. Ich habe es im Gefühl, der Sketch wird wieder gut. 2 Stunden, 8000 Views, das läuft. Über 125.000 Views jetzt am selben Tag noch. Heute ist der letzte Tag im Januar. Also schreibe ich heute keinen Sketch. Ich schneide nur einen, weil jetzt ist schon wieder Klausurphase. Und ich habe außerdem noch ein paar andere Projekte, die ich vernachlässigt habe. Eine Stunde, 300 Views. Das ist doch ein schöner Abgang. Jetzt fragst du dich natürlich, wie viele Follower ich habe. Aber davor nicht den Tag vorm Abend doof finden. Ist gar nicht so schlecht geworden. So haben die Sketche auf YouTube performt, so auf Snapchat Spotlight, so auf Instagram Reels und auf TikTok haben die so performt. Ich habe jetzt auf Instagram so viele Follower, das sind plus so viele. Und auf TikTok habe ich jetzt so viel, also plus so viel. Ist aber deutlich besser als letzten Monat. Da hatte ich minus 200. In diesem Video habe ich mit TikTok angefangen. Da wollte ich in 24 Stunden TikTok-Fame werden. Guck dir das mal an, schönen Tag noch, tschüss. My heart is yours.